Hi, hier ist Peter von Tracy.de und wir haben hier einmal das Acer Iconia Tab A700 10.1 Zoll Full HD Screen mit Nvidia Tegra 3 Quad Core Prozessor. Und ja, während ich das Gerät hier teste und den Testbericht vorbereite, ist gestern das Android 4.1 Jelly Bean Update reingeflattert und das habe ich natürlich direkt installiert. Vorher war die Performance schon in Ordnung, es gab aber ab und zu noch Ruckler. Jetzt mit Project Butter läuft das Tablet einfach super flüssig, also ich habe keine Einschränkungen mehr gegenüber dem Nexus 7. Das Einzige, was noch ein bisschen ruckelt, ist hier diese Ring UI von Acer, aber das kommt halt darauf an, was da gerade für Apps im Hintergrund laufen. Ansonsten, ja, Veränderungen, also wir gucken uns erstmal die Version an, das ist die aktuellste Version. Mit 4.1.1 hier ein spezieller Kernel von Acer und ja, kam gestern rein, 242 MB installiert, ausprobiert und ja, ist einfach nur gut. Was ich als erstes festgestellt habe, der Helligkeitssensor funktioniert endlich so wie er soll. Also ich habe jetzt hier die Helligkeit auf automatisch und wie ihr seht, ist das hell genug und dabei ist das hier auf, ja, ich würde sagen ein Drittel vielleicht. Ja, funktioniert wie gesagt ganz gut der Helligkeitssensor endlich, weil vorher musste ich die Helligkeit manuell regeln. Ansonsten Veränderungen haben wir einen zusätzlichen Energiemodus, also wir können hier einmal die Energie verwalten und vorher hatten wir eine hohe Leistung und Energiesparen, jetzt haben wir ausbalanciert. Das lohnt sich schon, also generell benutze ich jetzt ausbalanciert, weil er sich dann hochtaktet, wenn ich zum Beispiel spiele, oder runtertaktet, wenn ich halt nichts mache. Und ja, in dem Zusammenhang hat sich auch die Wärmeentwicklung ziemlich reduziert. Also ich habe jetzt eine halbe Stunde Dead Trigger gespielt und das Tablet wurde zwar warm, aber nicht mehr so warm wie vorher. Also da hat es ja eigentlich geschafft, diese Wärmeentwicklung ja zu unterdrücken. Ansonsten, die Performance ist gut. Sonst habe ich keine großen Änderungen festgestellt. Das ist wie gesagt hier Android 4.1. Wir haben hier so normal einen Karten hier mit dem Wetter, Wilhelmshaven 10 Grad und ja, sonst ist es halt normales Android 4.1, Chrome wurde nachinstalliert und läuft dann natürlich auch ganz gut. Ich habe mir hier von 1080p Video angeguckt, läuft absolut ruckelfrei mittlerweile. Wir können mal in einen anderen Browser gehen, da hatte ich glaube ich meine Seite vorgeladen, genau. Die wird auch super schnell geladen, also wir haben irgendwie jetzt kein Zuckeln, keine Verzögerung mehr, Pinch to Zoom funktioniert absolut super. Also da hat sich das schon gelohnt, das Update. Also ich bin relativ zufrieden. Ansonsten gibt es halt keine Änderung, es ist halt deutlich schneller geworden. Im Quadrant-Benchmark habe ich jetzt ca. 10% mehr erreicht. Ich hatte hier mal die Ergebnisse. Also ich hatte vorher 3900 Punkte und jetzt hatte ich mit dem 4200, glaube ich, 4250 so um den Dreh. Also es ist schon ein bisschen mehr geworden. Wie gesagt, das Update wird jetzt ausgerollt für alle, die das A700 zu Hause haben. Und es lohnt sich wirklich sehr, Android 4.1 Jelly Bean. Besonders wegen Project Butter läuft das alles viel flüssiger. Ich schätze mal, dass die Akkulaufzeit sich jetzt verbessert, jetzt wo man den Helligkeitssensor anständig benutzen kann und diesen ausbalancierten Modus hat. Ansonsten, ja, schön, dass Acer das Update ausgeliefert hat. Ich bin Peter von Tracy.de. Das ist das Acer Iconia Tab A700 mit Android 4.1 Jelly Bean. Bis zum nächsten Mal. Ciao.